wenn du Zäune um deine Mitarbeiter baust, wirst du Schafe bekommen. Ne? So, und wir wollen die Zäune niederreißen. Deswegen versuchen wir zum Beispiel auch nicht alles, nicht jeden Prozess durchzustrukturieren, ja, nicht alles aufzuschreiben. Nicht, bei uns kriegen neue Mitarbeiter nicht so einen Aktenordner, hatten wir früher auch, so ein QMS-Handbuch, wo drin steht, wo geraucht werden darf und wie das funktioniert und so weiter und so weiter. Furchtbar. Unsere Zufriedenheit ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Der Regelfall, wie wir an neue Mitarbeiter kommen, ist Empfehlung von Mitarbeitern. Das ist eben wirklich ein echter Kulturwandel und an dem arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren. Das braucht viel Zeit, das geht massiv durch die Trauerkurve durch, und dann kommt irgendwie was anderes bei raus. Und das hat viel mehr mit Haltungen zu tun, mit dem Menschenbild, mit der Art, wie wir zusammen arbeiten, wie wir miteinander umgehen. Lorenz, schön wieder bei dir zu sein. Das letzte Mal, als wir uns trafen, war vor einem guten Jahr. Da habe ich mir das erste Mal euch und Gundlach hier in Hannover angeschaut. Ihr seid ein Bauunternehmen, über 125 Jahre alt. Du bist jetzt in der fünften Generation in der Geschäftsführung als Eigentümer und ihr habt eine Menge gemacht zum Thema Kulturwandel. Bevor wir einsteigen, gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zu erzählen, so als kurzes Intro über euch? Ja, ich glaube, was für uns gerade im Kulturwandel-Zusammenhang wichtig ist, ist, dass wir regional sind. Also wir sind eigentlich, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, nur in Hannover tätig, fühlen uns hier sehr verbunden. Das erdet uns und verbindet uns mit der Stadt und prägt unser Handeln. Und was auch noch wichtig ist, glaube ich, ist, wir sind nicht nur Bauunternehmen, das ist unsere Wurzel, da kommen wir her, sondern wir decken auch noch andere Bereiche im Immobiliensegment ab, sage ich mal. Das heißt, wir haben eigene Wohnungen, die wir vermieten, so, die uns sehr prägen. Und wir entwickeln Grundstücke. Das ist im Moment ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man da macht, wie man es macht und so weiter. Und bauen dort vor allen Dingen Wohnungen und verkaufen die hinterher und verwalten Wohnungen. Das heißt, wir haben so mehr oder weniger das ganze Spektrum in vier einzelnen Unternehmen unter einem Dach. Und wir haben eben auch gewerbliche Mitarbeiter. Und das macht das Ganze sehr bunt bei uns und bringt bestimmte Herausforderungen auch mit sich. So, die Intention dieses Gesprächs ist letztes Mal, also wir haben für Kulturwandel.org ja ein Gespräch geführt, das wurde schriftlich veröffentlicht. Diesmal geht es darum, ich würde gerne mal so mehr ins Detail gehen. Also dieses, was habt ihr eigentlich konkret gemacht? Vielleicht so ein paar Best-ofs von Dingen, wo du sagst, das und das haben wir gemacht, das hat richtig gut funktioniert. Was sind so die Erkenntnisse daraus? Und vielleicht gibt es ja auch so Dinge, wo du sagst, das und das haben wir gemacht, hat nicht so gut funktioniert und das sind die Erkenntnisse raus, das würden wir nächstes Mal anders machen. Vielleicht fangen wir mal unmittelbar an bei diesem Thema der Gewerblichen, das finde ich ja sehr spannend. Wie ist es dir seit unserem letzten Gespräch gelungen, das Thema Kulturwandel Menschen auf den Baustellen näher zu bringen? Wir haben, als wir uns vor einem Jahr unterhalten haben, standen wir gerade an so einem Punkt, wo wir an viel Veränderung in unserem Bürohaus hatten bei den Mitarbeitern. Und an dem Punkt waren, wie nehmen wir dabei die gewerblichen Kollegen mit? Was bedeutet das alles für die und was haben die für Themen? Und da sind wir voll reingesprungen. Wir hatten einen Führungskräftewechsel in unserem Bauunternehmen. Unser alter Geschäftsführer an der Stelle hat uns verlassen und wir standen dann vor der Frage, wie besetzen wir diese Stelle neu? Und ganz im Sinne dieses Kulturwandels haben wir uns angeguckt, was braucht dieses Bauunternehmen und gerade auch dieses Unternehmen mit 50 gewerblichen Kollegen und haben dann festgestellt, nicht vornehmlich einen tollen Ingenieur, davon haben wir ganz viele, sondern eine tolle Führungskraft. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Kollegin da einzusetzen, die vorher andere Bereiche im Haus geleitet hat, die eben vor allen Dingen eine wahnsinnige Leidenschaft für Entwicklungsprozesse hat und für Führung und Menschen zu entwickeln. Und die haben wir gefragt, das zu machen. Und es war für die schon auch eine Herausforderung, plötzlich in so einem Bauunternehmen verantwortlich zu sein. Sie hat es gemacht, hat ein Team zusammengestellt mit Führungskräften und ist dann voll reingesprungen in diesen Prozess. Und sie hat als erstes mal eine Standortbestimmung gemacht und sie hat die Gewerblichen dabei mitgenommen. Und sie hat
Sie hat diesen Prozess ausgeschrieben, das fand ich ganz faszinierend. Also die Mitarbeiter konnten sich dafür bewerben, in Anführungszeichen, dass sie die Zukunft dieses Bauunternehmens mitgestalten. Und ich habe die Bewerbung gesehen, das war super faszinierend, also, weil die Kollegen haben auch begründet, warum sie da mit dabei sein wollen und wie sie das Unternehmen voranbringen wollen. Und da waren ganz viele, die da mitmachen wollten. Und dann ist sie mit einer Gruppe von ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, 10, 15 Leuten, ins Kloster gefahren, viele Tage. Und hat da gearbeitet, eben auch mit den Gewerblichen. Und dann gab es immer wieder Feedbackschleifen, wir als Geschäftsführung kamen dazu. Und dann wurden die Kollegen gehört, wurde das vorgestellt, was die so für Fantasien und für Ideen entwickelt haben. Und eben auch auf die Baustelle. Und wir haben alle zusammengerufen und dann kamen die ganzen Gewerblichen und haben sich das angehört. Und die Mitarbeiter haben es vorgestellt. Das war zum Beispiel für mich auch so ein Schlüssel, was ganz wichtig war. Nicht wir als Führungskräfte standen vorne und haben erzählt, was zu tun ist und wie es werden soll, sondern die Kollegen haben sich dahingestellt und haben etwas darüber erzählt, was sie machen wollen und wie es werden soll. Und das ist wirklich gut angekommen. Und dann haben die Gewerblichen eben auch in Workshops mitgearbeitet und viele von denen haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen Tag im Büro verbracht und mit einem Flipchart Dinge entwickelt und so. Und das war so. Und irgendwie, viele waren am Anfang sehr skeptisch diesem Prozess gegenüber, aber Nadine hat fast alle gekriegt und da ist ganz schön Feuer entbrannt bei unseren Gewerblichen. Das ist ja auf mehreren Ebenen ganz interessant. Erstens, ihr setzt eine Frau, die noch nicht mal aus dem Bereich kommt. Also ich schätze mal, die meisten Gewerblichen sind Männer, oder? Ja, wir haben eine Auszubildende, worüber ich mich sehr freue, aber leider sonst wenig Frauen in dem Bereich. Okay, ihr setzt eine Frau ganz vielen Männern vor, die quasi noch fachfremd ist, weil sie nie gewerblich gearbeitet hat. Da ist die erste Frage, wie haben die Männer darauf reagiert? Ganz unterschiedlich. Also es gab sehr viele Vorbehalte. Die wurden auch teilweise echt geäußert. Ich glaube, dieser Start muss für sie sehr hart gewesen sein. Aber sie hatte von Anfang an auch ganz große Unterstützer und Befürworter, zum Beispiel unseren Betriebsrat. Man muss dazu sagen, die hat bei uns schon die Ausbildung gemacht. Und unsere Auszubildenden gehen zum Beispiel auch auf die Baustelle. So, insofern kannte man die. Die ist schon seit vielen Jahren bei uns und hat auch viele Fans und Freunde. Insofern hatte sie auch gute Unterstützer. Und sie hat am Ende überzeugt durch ihre Leistung und das, was sie tut. So, und ich glaube, dass das, was dabei ganz wichtig ist, ist der menschliche Faktor. Also, dass sich wirklich öffnen. Sie hat mit jedem Mitarbeiter gesprochen am Anfang und sich die Sorgen, die Nöte, die Gedanken angehört und hat auch im Kleinen Dinge verändert. So, da gibt es eben einfach mal eine Unzufriedenheit mit Arbeitskleidung. So klingt irgendwie ein bisschen profan, ist aber für die Jungs total wichtig, dass die schlecht zu waschen sind, dass sie sich nicht gut dehnen und wenn man sich bückt und alle möglichen Dinge, die sie so hatten. Und solche Sachen hat sie eben einfach ganz schnell heimsärmlich zupackend verändert mit den Jungs. Und die hatten eben Gelegenheit, wir haben unser Bürohaus zum Beispiel auch sehr schön hergerichtet und haben dann auch festgestellt mit den gewerblichen Kollegen, ja, wir müssen auch dringend da mal hingucken, wie es denen da draußen so geht und haben mit denen zusammen einen Pausencontainer entwickelt, der halt eine Qualität hat, also sowas habe ich auf einer Baustelle noch nie gesehen. So, das ist wirklich ein toller Container, wo man sich gerne zur Mittagspause aufhält. Auch das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und die fühlen sich jetzt deutlich gesehener, so diesen Graben ein bisschen zu überbrücken zwischen dem Bürohaus und dem, was unsere Mitarbeiter hier machen und dem, was draußen auf der Baustelle passiert, wo ja unsere Häuser eigentlich gebaut werden. So, das war ein ganz wichtiger Teil dieses Change-Prozess, da sind wir aber auch noch mittendrin. Das braucht Zeit. Könntest du diesen zweiten Teil nochmal erklären? Du hast gesagt, erstens, wir haben eine Frau dort reingesetzt. Zweitens, die Menschen, die da mitmachen wollten, mussten sich bewerben. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, nennt ihr das Kulturwandel bei euch oder nennt ihr das New Work? Ja, also wir haben da, finde ich, nicht so einen konkreten Begriff. Wir reden schon viel über New Work. Bei uns das treibt, das ist natürlich auch immer etwas, was nicht so einfach zu begreifen ist. Was bedeutet New Work? Ich stelle das fest, wir haben viele Besucher bei uns im Bürohaus, die sich so interessieren für das, was wir machen. Und viele Unternehmen, die sich interessieren und die auch irgendwo in einem Wandel stecken. Und es wird sehr schnell, New Work wird sehr schnell reduziert auf Räume. So, ne? Man macht ein bisschen Google und tralala und dann ist irgendwie das Arbeiten anders. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht so, sondern das ist eben wirklich ein echter Kulturwandel. Und an dem arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren. Das braucht viel Zeit, das geht
massiv durch die Trauerkurve durch, und so, und dann kommt irgendwie was anderes bei raus. Und das hat viel mehr mit Haltungen zu tun, mit dem Menschenbild, mit der Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander umgehen, mit Verantwortung und so. Und die Räume sind, ja, die geben den Raum dafür, die sind die Klammer und die begünstigen das und die sind auch wichtig. Aber es ist eben nur ein Teil davon. Und wie ging das dann weiter? Also Sie, ja, Sie hat so, diese, genau. Deine die Frage war ja, wie hat sie das gemacht? Wie ging das vonstatten? Also wir haben erstmal uns sozusagen als Führungsteam, wir als zwei Geschäftsführer mit ihr als neue Führungskraft zusammengesetzt und überlegt, was braucht dieses Unternehmen? Und wir haben festgestellt, das Bauunternehmen braucht viel Wandel. Man braucht eine andere Zusammenarbeit, um auch erfolgreicher zu sein. Also das muss man schon sehr deutlich sagen. Am Ende des Tages machen wir das auch, um vor allen Dingen wirtschaftlich erfolgreicher zu sein, besser zu sein, resilienter zu sein. So, wir merken das gerade, wie sich so langsam Wolken vorziehen. Und wir glauben, dass wir einfach in Zukunft besser durch schlechte Zeiten kommen, weil wir anders arbeiten. Und insofern haben wir uns zusammengesetzt in diesem Bauunternehmen, überlegt, was braucht dieses Bauunternehmen, und haben festgestellt, wir haben einen sehr starken Kulturwandel in anderen Unternehmensteilen schon erreicht, an einem Entwicklungsstand, arbeiten anders miteinander, und im Bauunternehmen waren wir da noch ziemlich weit weg. Und insofern hat sie dann diesen Gedanken entwickelt, diesen Prozess zu machen. Wir haben auch schon Berater dabei immer gehabt, weil das brauchen wir auch. Also wir brauchen die Reflexion, wir brauchen Know-how an solchen Stellen, und insofern haben wir uns noch unterstützen lassen. Und dann hat sie diesen Gedanken entwickelt, das mit den Mitarbeitern zu machen, und dieses Format entwickelt, zu sagen, wir ziehen uns zurück, gehen dann in dieses Kloster, und wer da mitmachen möchte, wer gestalten will, der soll sich melden, aber der soll sich auch erklären und begründen, wo er hin will und was er will und so. Und so kam das mit dieser Bewerbung zustande, und sind auch nicht alle mitgekommen. Das war schon auch schwer, teilweise auch mal abzusagen, zu sagen, nee, ist schon voll, geht nicht. Spannend. Bleiben wir mal bei dieser Subeinheit, diesem Bauunternehmen. Was ist dann geschehen? Eine Sache, die du erzählt hast, ist, die haben gemeinsam diesen Pausencontainer entwickelt. Ja, das ist ein Thema unserer Gewerblichen zum Beispiel, ja. Was noch ist konkret auf der Ebene dieser gewerblichen Geschehen im Kontext von Kulturwandel? Woran haben die noch gearbeitet? Also die sind ins Kloster, aber im Kloster haben die, das war ja wahrscheinlich nicht alles, dass man sagt, wir gehen jetzt mal gemeinsam ins Kloster. Was? Ja, die haben da hart gearbeitet. Ja. Also wir haben da hart an Workshops gearbeitet. Die haben an vielen Themen gearbeitet, die einfach dann notwendig sind. Es geht zum Beispiel einfach mal um die Positionierung. Wer sind wir eigentlich? Was sind natürlich unsere Stärken und Schwächen? Wie wollen wir sein und wo wollen wir hin? So, und das ist einfach wichtig, sich dafür mal Zeit zu nehmen und dafür zu sorgen, dass es auch wirklich jeder verstehen kann. So, und einfach so, da kommen so Schlagworte wie, wir haben Bock auf Bau. So, ne? Das ist eine ganz, ganz einfache, plakative Aussage, die jeder versteht und die es einfach für uns, die's trifft, worum es dabei geht. Weil die Jungs in unserem Bauunternehmen, die haben richtig Bock. Die stehen auf ihren Gerüsten, die Mauern, die haben eine unglaubliche Leidenschaft für das, was sie tun. Ne? Und es ist wichtig, dabei gesehen zu werden. Und es geht schon auch viel um Beziehungsarbeit, ums Miteinander, um ja, wir brauchen schon, um erfolgreich zu sein, ein sehr intensives Miteinander und auch eine intensive Verantwortungsübernahme. Auch daran muss man arbeiten. Ne? So, also wenn die auf der Baustelle sind, und wie gehen die miteinander um? Wie gehen die mit Besuchern um? Wie gehen die mit Handwerkerpartnern um? Wie gehen die mit Kunden um? Und so weiter. So, das sind sehr wichtige Themen. So, und und da kommen faszinierende Sachen bei raus. Also wir haben zum Beispiel einen Workshop gemacht mit Theaterschauspielern, um daran zu arbeiten, wie gehen wir eigentlich mit kritischen Situationen auf Baustellen um. Also mal zum Beispiel, da kommt ein Nachbar, der sich völlig zu Recht darüber aufregt, dass seine Einfahrt zugeparkt ist von Handwerkern. Das kommt einfach vor. Oder dass wir Staub gemacht haben und ein Auto eingesaut haben und so weiter. Und der kommt mit seiner ganzen Wut dahin und flaumt unseren Bauleiter über den Zaun an und so als Verantwortlichen. Und was macht er damit? Der ist natürlich im ersten Moment oft überfordert und hat auch nicht das Know-how, mit so einer Situation umzugehen. Und dann haben wir mit Theaterschauspielern daran gearbeitet, die zu befähigen, in solchen Konfliktsituationen gut zu agieren. So. Und die haben dann einen Rollentausch gemacht. Ne? Also erst hat der Bauleiter sich selbst gespielt
Und der Schauspieler hat den Kunden gespielt, das kann man sich sofort noch vorstellen, aber dann haben die sie eben auch getauscht. Und dann musste der Bauleiter der Kunde sein. Und die haben dabei unheimlich viel gelernt und haben eben Dinge entwickelt, so ganz einfache Dinge, auch ganz pragmatisch. Wir haben jetzt so Kisten von Baustellen mit Spielzeug für Kinder oder dann gibt es eben einfach einen Reinigungsgutschein. Ne? Also die haben auch die Erlaubnis, ein bisschen Geld auszugeben, ja, und denen einfach mal vom Bäcker um die Ecke einen Brötchengutschein zu geben oder so, um einfach mal ein bisschen die runterzuzonen und so. Und solche Sachen, die werden dann mit den Mitarbeitern entwickelt und das ist, ja, das hat viel Energie und das macht denen auch Spaß. Das heißt, was in diesem Moment stattfindet, ist gar nicht mehr, dass irgendwer sich irgendwo ausdenkt, wie gehen wir mit Konfliktsituationen um, sondern ihr lasst die Mitarbeitenden zum hohen Maß mitgestalten an der Lösung von wiederkehrenden Problemen. Ja, das zieht sich bei uns durch. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Haben wir auch in unserem Führungskreis sehr stark gemerkt, so wie die meisten anderen Unternehmen auch, hatten wir so unsere Jour-Fixe, da saßen wir mit all unseren Führungskräften zusammen, regelmäßig alle 2 Wochen, haben da ein paar Stunden miteinander verbracht und die Dinge durchgesprochen und so und haben irgendwann einfach das mal in Frage gestellt, haben festgestellt, das ist nicht immer zielführend, wir sind auch nicht immer effektiv genug in dieser Runde und wir treffen auch, das finde ich ganz wichtig, auch nicht unbedingt die besten Entscheidungen, sondern wir haben darüber diskutiert und kamen zur Entscheidung, wo hinterher die Mitarbeiter, die es betrifft und die es wirklich gut beurteilen können, gesagt haben, das ist nicht der beste Weg. Und deswegen haben wir jetzt einen Weg eingeschlagen, wo wir die Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen und die Mitarbeiter hochgradig selbst entscheiden lassen. So. Also wir haben das selbstorganisierte Team eingeführt, erst als Experiment in unserem Wohnungsunternehmen im Vermietservice und jetzt ziehen wir das so durchs ganze Unternehmen durch, wo die Führungskraft eben eine ganz andere Rolle spielt, die eben eher Coach ist, Begleiter und Rahmengeber, Leitplankengeber, sage ich mal, wo aber die Mitarbeiter hochgradig selbst entscheiden und die legen die Mieten fest, die machen die Mietverträge selber und so und treffen im Team Entscheidungen. Und die Entscheidungen werden zu einem, nicht immer, aber zu einem sehr großen Teil besser. Das habe ich vor vielen Jahren von Heribert Gatthoff, dem damaligen Geschäftsführer von Eckes Granini, mal gehört. Er sagte auch, er hat seine Mitarbeitenden im Jahr 2000, als Eckes Granini Deutschland gegründet wurde, mal gefragt, wie soll die Strategie aussehen. Und dann haben 50 Mitarbeitende die Strategie entwickelt und er sagt, das ist besser als das, was wir bei uns im Elfenbeinturm wahrscheinlich entwickelt hätten. Kannst du so 1, 2 Beispiele nennen, also für den Zuschauer mal konkret zu verstehen, was sind das denn für Dinge, bei denen ihr die Mitarbeitenden jetzt inzwischen entscheiden lasst? Wir haben zum Beispiel das Gleiche gemacht. Wir haben unsere Strategie auch von den Mitarbeitenden mit erarbeiten lassen. Die Führungskräfte waren auch dabei, haben mitdiskutiert. Aber es gab Arbeitsgruppen und die Mitarbeitenden haben sich da in der Form eingebracht, wie ihre Leidenschaften waren. Und die einen hatten eher ökologische Themen, die anderen eher ökonomische Themen. Und wir haben jetzt eine Strategie, die in Nuancen wahrscheinlich doch auch anders ist, als sie es gewesen wäre, wenn wir als Führungskräfte uns zurückgezogen hätten. Das Wesentliche ist aber, glaube ich, dass es eine Strategie ist, die dadurch, dass sie von Mitarbeitern mitentwickelt worden ist, ganz anders getragen wird. So, das heißt, es ist ihre Strategie. Und sie werden die ganz anders umsetzen, als wenn wir aus unserem Elfenbeinturm, wie du es gerade genannt hast, rauskommen und sagen, und so wird es jetzt gemacht. Ja. Oh. Wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn du sagst, diese Strategieentwicklung wurde so umgesetzt, dass Mitarbeitende mitgestaltet haben? Haben alle Mitarbeitende mitgestaltet und haben die mitgestaltet haben, habt ihr quasi als Führungsteam was vorgegeben oder wie hat das konkret stattgefunden? In dem Fall, das war unser Wohnungsunternehmen jetzt zuletzt, haben die sich zurückgezogen und haben sich für ein paar Tage auch eingeschlossen. Und da waren alle Mitarbeiter dabei. Das ist dann schon eine große Truppe, das sind dann über 30 Leute, die daran arbeiten. Das ist natürlich ein anderes Arbeiten. Wir haben auch schon Strategieentwicklungen mit Stellvertretern gemacht, so wie im Bauunternehmen, ne? Das ist sozusagen abgesandt. Aber auch im Bauunternehmen gab es immer wieder Phasen, wo wir mit allen Mitarbeitern gearbeitet haben. So, und da entsteht wahnsinnige Dynamik. Also in unserem Bauträger, wo wir Projekte entwickeln und so, wo wir sehr viele Ingenieure, Architekten, Akademiker haben, haben wir jetzt auch einen großen Schritt in diesem Wandel
gemacht und haben uns auch zurückgezogen, auch witzigerweise ins Kloster, ist einfach ein schöner Ort da in Wenigsen, wo wir da immer hingehen und haben moderiert, an diesen Themen gearbeitet und da kamen wirklich verblüffende Dinge raus. Also die Mitarbeiter haben sich dafür entschieden, dass zum Beispiel in diesem Bereich die Führungskräfte gewählt werden. So, das hat uns überrascht. Also auf die Idee wären mein Geschäftsführerkollege und ich nie gekommen. So, und es war ihm einfach unklar, wer soll da, wie wollen die sich organisieren, wer soll Teamleiter sein und so. Und wir hatten auch einen Teamleiter in diesem Bereich und wollten einfach die Führung verändern und haben das offen mit den Mitarbeitern diskutiert. Und die haben sich dann dafür ausgesprochen, dass sie eine Wahl gemacht haben. Und wir haben dort einen Prokuristen, der war gesetzt, aber selbst der Teamleiter, der schon da war. Und ich meine ganz ehrlich, also ich habe so einen Respekt vor der Größe eines Menschen, der Teamleiter in einem Unternehmen wie bei uns ist und der sich dann zur Wahl stellt und sagt, okay, und wenn ich nicht gewählt werde, bin ich kein Teamleiter mehr und dann mache ich halt was anderes. So, das also fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. So, und die haben sich entschieden, die zu wählen und wir haben gesagt, wir wollen einen Mann und eine Frau wählen. Und dann haben sie den richtigen Wahlkampf gemacht. Also es gab ein paar Kandidaten, die gesagt haben, ich möchte hier Führungskraft werden. Nicht Vollzeit, sondern einen Teil meiner Arbeitszeit als Führungskraft arbeiten und haben Wahlkampf gemacht und so. Und das war ganz streng. Wir hatten ein Wahlkomitee und einen Wahlvorstand und so. Wir haben das sehr seriös gemacht mit Wahlkabinen und allem Pipapo. Und dann haben sie sich alle nochmal so eine Rede gehalten, warum sie, was sie wollen und so. Und dann wurde gewählt. Und dann haben die zwei neue Führungskräfte gewählt. Der Teamleiter, der schon da war, wurde wieder gewählt, was mich sehr für ihn gefreut hat. Und für die anderen war das echt hart. Also das war richtig berührend, so das zu erleben. Das muss man auch mal aushalten, dass man sich zur Wahl stellt in seinem Team und nicht gewählt wird. Ne? Das war schon krass. So, und jetzt müssen wir die befähigen. Jetzt wird es richtig spannend. Die sind auf ein paar Jahre gewählt und wir müssen denen natürlich über Führung ganz viel beibringen. So. Und da haben wir unsere Prozesse, die gehen jetzt erstmal ins Assessment. Haben wir alle gemacht, auch wir als Geschäftsführer, als Erste. Du auch? Ja, ich auch. Ja, ich habe das als Erster gemacht, weil ich finde, das sind so typische Beispiele, wenn man da nicht mit, wenn man das nicht mitträgt und nicht mit gutem Beispiel vorangeht, dann ist man einfach nicht glaubwürdig. Ich glaube, das ist in vielen Unternehmen ein Problem. Das ist wie, wenn man sagt, wir machen jetzt New Work und machen flexible Arbeitsplätze und der Chef sitzt in seinem dicken Vorstandsbüro mit seiner Sekretärin vor der Tür. Das geht auf gar keinen Fall. Deswegen war es bei uns auch so, als wir flexibles Arbeiten eingeführt haben, waren mein Geschäftsführerkollege und ich die Ersten, die ihre Arbeitsplätze aufgegeben haben. So, und haben uns mitten zwischen die Leute gesetzt. Und das war ein Lernprozess. Also das fand und findet auch heute noch nicht jeder gut, wenn ich plötzlich daneben sitze. Aber man hört voneinander, man lernt voneinander. Man hat natürlich sofort eine total andere Beziehung. So. Und das waren sehr spannend. Und jetzt befähigen wir die. Assessment gehört eben auch dazu, dass man einfach über seine Stärken und Schwächen Bescheid weiß. Und die kriegen auch alle eine transaktionsanalytische, schnelle Ausbildung. Viele vertiefen es dann auch noch. Und Coaching. So. Und das brauchen alle wir. Heißt bei euch alle Führungskräfte. Alle Führungskräfte, ja. Das heißt, ihr geht mit den Führungskräften richtig ans Eingemachte, dass die an sich arbeiten. Ja, das geht nicht. Das muss sein. Das ist so wichtig. Als gute Führungskraft muss ich meine Stärken kennen, aber vor allen Dingen auch meine Schwächen. Und ich muss auch bereit sein, an mir zu arbeiten und mich zu entwickeln. Sonst bin ich fest davon überzeugt, kann ich keine gute Führungskraft sein. Ich glaube, das ist gerade in so einem Unternehmen wie bei uns, das ist so was Tradiertes und Gefährliches, dass oft Menschen zu Führungskräften gemacht werden, weil sie eine hohe fachliche Qualifikation haben. Und daran glaube ich nicht. Muss man auch dazu sagen, ich bin ja so Familienmitglied und als ich hier in die Unternehmensführung gegangen bin, damals, das war 2004, ging das bei mir so los, als ich ins Unternehmen gekommen bin und so, kam ich schon recht frisch von der Uni. Ich habe Architektur studiert und dann auch so ein immobilienökonomisches Zusatzstudium gemacht und habe dann so ein Jahr so eine Art Praktikum gemacht in einem Unternehmen hier in der Immobilienbranche. Aber natürlich war ich ein Rookie und mein Wissen war Uni-Wissen und so. Und als ich angefangen habe, war mir sofort klar, dass die Leute, die hier arbeiten, ihren Job viel besser beherrschen als ich und viel besser wissen. Und deswegen war ich eben nie dieser klassisch patriarchische
Chef, der rumgeht und den Leuten sagt, wie sie es zu machen haben. So, sondern ich habe schon von Anfang an immer eher zugehört und gefragt, was die Leute denn tun würden und so. Und das ist eben heute ein ganz wichtiger Teil der Unternehmenskultur. Wie offen gingst du damit um, was bei dir rauskam beim Assessment und deinen eigenen Entwicklungsthemen? Wissen deine Mitarbeitenden, deine Peers, was so deine Schwächen, was deine Stärken sind? Oh ja, also wir sprechen sehr offen über diese Dinge. Wir ziehen uns regelmäßig zurück, auch im Führungskreis, auch moderiert. Und wir hatten zum Beispiel neulich, das war ein hammerharter Prozess, wir haben auch unsere Konflikte, das gibt es ja. Im Führungskreis. Und wir hatten in einer Gruppe von 5 Leuten dieses Führungskreises, das haben wir ein bisschen reduziert gemacht, weil es da mal wirklich als Eingemachte ging, uns mal zurückgezogen mit einem Moderator. Und dann saßen wir zu 5 in einem Kreis, Rücken an Rücken. Und dann wurden Interviews geführt mit jedem. Und jeder musste über jeden anderen sagen, was er von ihm hält, was er an ihm schätzt, womit er Schwierigkeiten hat. Ja. Und alle anderen mussten zuhören und durften es nicht kommentieren. Und dann war halt der Nächste dran und so. Ohne dass man sich sah, weil man Rücken zu Rücken zueinander saß. Genau, genau. Und das war sehr intensiv. Und ich sag mal so, aus dem Nähkästchen geplaudert, da fließen dann schon auch mal Tränen bei uns. Ja. Ne? So. Aber diese Auseinandersetzung bringt unheimlich viel Nähe und macht uns einfach deutlich besser. Insofern, die kennen uns schon. So. Ja. Und das gilt für alle Mitarbeiter ein Stück weit. Wir zwingen die Leute auch zu der Auseinandersetzung. Habe ich ein schönes Beispiel zu diesem New Work und auch, was kann man lernen? Wir wollten Feedback-Kultur einführen und es wird oft irgendwie drüber geredet und man sagt, wir machen das jetzt aber nicht systematisch genug. So war es bei uns am Anfang auch. Wir fanden die Idee gut und wir haben dann in einem Bereich, wollte eine unserer Führungskräfte das machen und hat dann mit den Mitarbeitern darüber gesprochen und die wollten das nicht. Mhm. Da gab es ein paar, die es gut fanden und es gab ein paar, die gesagt haben, ich möchte kein Feedback geben, ich will auch keins haben. Ich will einfach arbeiten, du bist mein Chef, sag mir. So. Und das haben wir in dem Moment damals, vor ein paar Jahren, waren wir noch an einer anderen Stelle, haben wir das hingenommen. Mhm. Und jetzt in unserem Prozess haben wir das Thema nochmal aufgegriffen und haben das Thema Feedback, weil wir es wichtig finden, von einer Gruppe von Mitarbeitern erarbeiten lassen. Es gab eine Moderierung durch eine Führungskraft, die gesagt hat, ich steuere das ein bisschen mit. Und dann haben wir auch da wieder Freiwillige aus allen Unternehmensteilen gesucht und haben gesagt, wir wollen eine Feedback-Kultur einführen und über das Wie, das können wir zusammengestalten. Ja. Wer hat Lust mitzumachen? Das machen wir an ganz vielen Stellen inzwischen als Methode so. Und dann haben sich da auch einige gefunden und so. Und die haben diesen Feedback-Prozess mit, was werden für Fragen gestellt, was gibt es für Spielregeln. Mhm. Natürlich darf man nicht kritisieren, was der andere nicht ändern kann und so. Und jetzt haben wir das eingeführt und wir haben es verpflichtend gemacht. Mhm. So, das heißt, jetzt muss jeder, das ist jetzt ein wichtiger Teil unserer Unternehmens- und Führungskultur, sich Feedback zu holen. Mhm. Und jeder muss 5 Feedbacks, 3 bis 5 Feedbacks sich holen, 2-mal im Jahr. Von Kollegen, von Vorgesetzten. Wir machen da keine Vorgaben über die Form, über die Länge und mit wem man diese Gespräche führt. Und ich habe jetzt auch schon einige gegeben, einige bekommen. Das ist sehr spannend. Und das bringt einen dann schon zu seinen Schwächen und zum Kern. Da lernt man viel draus. Wo ist denn da so der Übergang, Lorenz? Was gibt es für Dinge, die ihr als Geschäftsführung vorgebt, wie jetzt das Beispiel Feedback-Kultur? An welchen Stellen sagt ihr, okay, wir geben das zur Diskussion und die Mitarbeitenden können entscheiden? Und welche Dinge können komplett von Mitarbeitenden? Gibt es denn ein Regelwerk oder wie habt ihr da bisher einen Weg gefunden? Also ich würde mal sagen, wenn man in so einem Wandel ist, ist das eine der Kernfragen, die sich immer weiter mitentwickelt. Insofern würde ich sagen, darauf haben wir noch keine abschließende Antwort. Wir üben das miteinander. Wir versuchen, wir haben schon vor einigen Jahren am Anfang unseres Prozesses 3 Werte entwickelt, die für uns ganz, ganz markant wichtig sind, die auch sehr anerkannt sind. Das ist Vertrauen, Verantwortung und Zusammenarbeit. Und da haben wir konsequent unser Unternehmen hingestrickt und unser Miteinander. Das heißt, wir übertragen sehr viel Verantwortung. Wir vertrauen den Leuten, dass sie es gut machen. Wir brauchen dafür natürlich eine Fehlerkultur. Es muss erlaubt sein, Fehler zu machen, sonst kann man Verantwortung nicht leben. Und in diesem Sinne, üben wir auch, Entscheidungsgewalt zu übertragen. Es gibt aber auch Grenzen dabei. So. Also ich sage mal, ein ganz pragmatisches Beispiel ist, wir spielen Delegation Poker. Das heißt,
Wir haben für diesen Wandel, wir haben agile Coaches bei uns eingestellt, die uns unterstützen, anders miteinander zu arbeiten. Da kommt das her, aus dem Thema Agilität. Und Delegation Putra heißt, wir haben eine Entscheidung, die kann auch profan sein. Die Frage wäre, wie erhöhen wir Mieten zum Beispiel oder so. Und dann gibt es ein Spektrum von, das entscheidet die Führungskraft alleine und das dürfen die Mitarbeiter komplett selbst entscheiden. Und dazwischen gibt es Stufen, wie die Führungskraft wird gehört, die Führungskraft wird einbezogen, die Führungskraft wird informiert und so. Und dann gibt es eben diese Karten, deswegen Poker, das läuft wirklich mit Spielkarten. Und das Team spielt dann Delegation Poker und kommt ins Gespräch und Diskussion, wie treffen wir diese Entscheidung. Und am Ende gibt es dann eine Entscheidung und dann, da hat die Führungskraft noch ein Mitspracherecht. Und dann einigt man sich darauf, wie man damit umgeht. Und so lernen wir von Prozess zu Prozess und Entscheidung zu Entscheidung, wie wir mit dieser Entscheidung umgehen. Weil es schwer ist, ein Regelwerk zu machen und zu sagen, solche Sachen entscheiden wir jetzt so und so. Ich habe immer so aus dem Hotel dieses Bild im Kopf, wer an der Rezeption ist, hat ein Budget von, was weiß ich, 1.000 Euro, ne, um Kulanz zu üben und so. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber habe ich mal so gehört und so. Und so einfach ist es aber eben nicht so, ne, sondern es gibt ja jeden Tag eine unglaubliche Vielzahl von Entscheidungen. Und ja, und das müssen wir miteinander üben. Und auch für unsere Führungskräfte ist das eine Herausforderung, ihre Rolle da neu zu definieren und nicht nach Basta-Mentalität reinzugehen. Tun wir aber auch manchmal. Mhm. So, also mein Beispiel dazu hat es ja gefragt, an welchen Stellen wir vielleicht auch mal Entscheidungen treffen wollen und müssen. Zum Beispiel, wie wir arbeiten. Wir sind papierlos, wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir sind sehr kurz davor, papierlos zu arbeiten. Und wir haben unser Bürohaus umgebaut und so ein Klassiker ist zum Beispiel, dass Mitarbeiter das Bedürfnis haben, möglichst viel Stauraum, oft, nicht alle, aber oft ist es so, viel Stauraum zu haben. Und wenn wir dann den nächsten Bürohausabschnitt planen, dann haben wir plötzlich lauter Schränke in diesen Plänen drin von den Mitarbeitern. Und das ist was, wo wir dann zum Beispiel ganz rigoros gesagt haben, weil die dann oft leer stehen und so, gesagt haben, nein, das machen wir nicht. So, wir müssen darüber reden, was wirklich gebraucht wird an Schrankraum, wo man Dinge ablegen kann, aber wir wollen nicht in allen Büros Schränke stehen haben, die dann leer sind und wo dann die eben dann auch zugemüllt werden. So ein kleines Beispiel. Oder zum Beispiel beim flexiblen Arbeiten. Ne? Also wenn man am Anfang fragt, dann gibt es viele, die da für mich auch verständlich Ressentiments haben, Sorgen haben, für die ihr Arbeitsplatz Heimat ist. Und wenn man da einfach so komplett drauf hört, dann wird man so einen Umbau nicht machen können und diese Veränderung. Und gleichzeitig sind aber ganz viele Plätze leer. Und gleichzeitig schafft das flexible Arbeiten einen Begegnungsraum, der uns wichtig ist, weil die Kollegen plötzlich mit ganz anderen Kollegen zusammensitzen und sich plötzlich über die Unternehmensgrenzen hinweg zusammensetzen, weil plötzlich von extern mal jemand mit im Büro sitzt und so. Und da kommt ein wahnsinniger Austausch zustande. Den muss man aber auch mal ein bisschen erzwingen. Das machen wir dann in einem sehr intensiven Prozess. Da beziehen wir unseren Betriebsrat ein. Wir haben einen und ich bin auch froh, dass wir den haben, weil er uns unheimlich bereichert und uns auch unterstützt und auch mal Grenzen aufzeigt. So, wir haben eine gute Zusammenarbeit und mit denen, die haben wir dann einbezogen in so einen Prozess, so eine Entscheidung. Aber am Ende stand eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist, dass ungefähr die Hälfte, also wir haben so eine Quote von etwa 50% Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter. Und die wird dann auch durchgesetzt. Wann merke ich denn als Mitarbeiter, dass es jetzt, da kommt jetzt eine Basta-Entscheidung und wann kann ich mitgestalten? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre, würde ich mir so, also könnte ich mir das vorstellen, ich hätte so ein Gefühl von Unsicherheit, von darf ich jetzt hier noch mitmachen oder ist das wieder eine Vorgabe von oben? Ist das für den Mitarbeitenden klar, wann was geschieht? Wir sind zumindest sehr darum bemüht, es ihnen immer klarer zu machen. Es gibt aber dieses Problem hier und wieder. Das kennen wir schon. Das kann ich auch verstehen, weil es eben nicht so schwarz und weiß niederzulegen ist. Ne? So, also es gibt so einen schönen Spruch, wenn du Zäune um deine Mitarbeiter baust, wirst du Schafe bekommen. Ne? So, und wir wollen die Zäune niederreißen. Deswegen versuchen wir zum Beispiel auch nicht jeden Prozess durchzustrukturieren, nicht alles aufzuschreiben, nicht bei uns kriegen neue Mitarbeiter nicht so einen Aktenordner, hatten wir früher auch, so ein QMS-Handbuch, wo drin steht, wo geraucht werden darf und wie das funktioniert und so weiter und so weiter. Furchtbar, immer überalte, totaler Quatsch. So, man macht Regel über Regel und warum machen wir eigentlich so viel
so viel Regeln und so. Und warum haben wir eine Stempeluhr und so weiter? Weil wir uns an einem kleinen Anteil an Mitarbeitern orientieren. Und das sind oft die gibt es in jedem Unternehmen, gibt es Mitarbeiter, die nicht so motiviert sind. Es gibt auch Mitarbeiter, die vielleicht innerlich gekündigt haben und so. Die gibt es einfach am Ende in jedem Unternehmen. Und ich glaube, dass wir in vielen Unternehmen viele Regeln aufstellen und drangsalieren und so weiter, um die im Griff zu behalten. Und ich glaube, das ist einfach Schwachsinn. Also, weil man bestraft damit die Motivierten. Und wenn man Freiheiten gibt, belohnt man die Motivierten und kriegt im besten Fall auch noch da aus dem Mittelfeld, sage ich mal, welche mit motiviert. Und deswegen versuchen wir hochgradig so Regeln in Frage zu stellen und abzubauen. Aber es schafft Verunsicherung hier und da. Und das ist nicht immer leicht. Und es gibt auch Mitarbeiter, die damit nicht zurechtkommen. Wir sind hier nicht die Insel der Glückseligen. Und es gibt Mitarbeiter, die gehen, weil sie diese Art, wie wir miteinander arbeiten, die Verantwortung und so weiter nicht wollen. Die wollen einfach ihre Leitplanken, die wollen jeden Tag gesagt kriegen, was sie denn heute zu tun haben. So funktioniert das bei uns nicht. Und die gehen dann mal. Und manchmal trennen wir uns auch von Mitarbeitern, wenn es nicht passt. Du sagst, Mitarbeitende gehen. Also ein Aspekt, den ich ganz oft in den Gesprächen mit Eigentümern und Geschäftsführern und Mitarbeitenden erlebte, von Unternehmen, die sich im Wandel befinden, ist, dass die verstehen müssen, warum geschieht das hier. Es gibt so eine schöne Aussage, wenn man ein Warum hat, kann man jedes Wie ertragen. Und dieses Warum? Warum machen wir eigentlich diese neue Form der Zusammenarbeit? Warum wird das hier jetzt so umgestaltet? Wie gelingt euch als Geschäftsführung, das an die Mitarbeitenden zu vermitteln? Ja, das ist ein außerordentlich wichtiger Faktor, das zu vermitteln. Und da haben wir auch eine Zeit lang gebraucht, weil nämlich bevor man das Warum vermitteln kann, muss man es erstmal finden. Und da haben wir auch einen sehr intensiven Prozess hinter uns, in dem wir genau daran gearbeitet haben, an der Findung, an der Beantwortung dieser Warum-Frage. Das hat auch viel mit mir zu tun natürlich, als Gesellschafter, Geschäftsführer. Und wir haben Werte schon sehr lange. Meine Eltern haben schon vor 40, 50 Jahren hier sehr intensiv Werte, also sie sind politisch recht links und so. Und da ging es immer um Werte, um Ökologie, um Soziales und all diese Dinge, die wir sehr hoch halten und weiter ausbauen und so. Und meine Vision, die ich so für mich entwickelt habe, wo ich hin will, ist, ich glaube daran, dass wir werden das beste und erfolgreichste Unternehmen in unserer Branche hier an diesem Ort sein, wenn wir es schaffen, ein hochgradig menschenfreundliches Unternehmen zu sein, in dem Mitarbeiter hoch motiviert sind, Verantwortung übernehmen und gerne arbeiten. So, das ist der Kern der Sache. Und darüber sprechen wir ganz, ganz viel und immer, immer wieder. Wir haben zum Beispiel ein Format eingeführt für genau so eine Art von Kommunikation. Das ist unsere Frühschicht. Wir machen alle 3 Wochen mittwochs so ein Format, dass wir alle zusammenkommen, eine halbe Stunde zusammen frühstücken. Geben wir ein ganz einfaches Frühstück aus mit Brötchen. Jeder bringt sein Geschirr und seine Tasse mit und seinen Kaffee. Und dann gibt es ein Brötchen und man isst zusammen in unserer Kaminhalle. Und dann gibt es eine halbe Stunde lang 2 Vorträge. Einer ist ein bisschen ernster, da geht es dann um genau solche Fragen. Dann erzähle ich zum Beispiel mal über das Why für mich. Und dann gibt es noch so Sachen, die ein bisschen einfacher auch sein können. So, da stellt unsere IT zum Beispiel mal die besten Urlaubs-Apps vor oder so. Es darf dann auch mal gelacht werden. Oder wir haben zum Beispiel einen Feuerwehrmann, der dann erzählt, oder einen Rettungssanitäter, was er in seiner Freizeit macht und so, solche Sachen, wo wir einfach voneinander lernen, wo wir 2 Kolleginnen haben neulich einen Vortrag über Fleisch gehalten zum Beispiel so und die ganzen Probleme, die es da so gibt und so. Und das ist dann unheimlich anregend. Aber es geht eben dann auch immer um solche Fragen wie das Why oder eins der Unternehmen stellt seinen Change-Prozess vor, wo sie stehen und wie sie in Zukunft arbeiten werden und so. Und das sind so Formate, wo die Mitarbeiter dann ganz viel mitkriegen. Ich war neulich, ich gehe ab und zu mit Mitarbeitern in den Wald spazieren. Wir sind ja hier an einer Riede, es ist sehr schön. Mache dann Waldspaziergänge so. Ich bitte die einfach, ob sie mir eine halbe Stunde Zeit schenken und gehe dann mit denen in den Wald. Und dann haben wir sehr, sehr anregende Gespräche. Und ich war auch mit einer Kollegin im Wald und es war sehr spannend, weil sie so nochmal sagte, wie skeptisch sie gerade bei sowas war, wie dieser Frühschicht. Oh Mann, da eine Stunde so ein Termin und so weiter. Und wie begeistert sie aber jetzt ist, nachdem sie verstanden hat, wozu es gut ist und wie es sie voranbringt und so. Und das motiviert mich dann wiederum.
Diese Waldgespräche, wie kommt das? Also hast du das schon immer gemacht oder ist es einer deiner Erkenntnisprozesse auf dem Weg gewesen? Das ist einer meiner ganz wichtigen Erkenntnisprozesse gewesen. Wir sind sehr gewachsen. Also wir haben jetzt über 200 Mitarbeiter und im Vergleich dazu, wie ich hier angefangen habe, ist das Doppelte, haben uns verdoppelt. So, und es gibt ja viele schlaue Leute, die viel darüber gesprochen haben, mit wie vielen Menschen man wie im Kontakt sein kann und die Größe eines Dorfes und 80 Leute und tralala und so weiter. Und das habe ich sehr deutlich gespürt, dass bei über 200 Mitarbeitern es echt eine Herausforderung wird, die Beziehungsebene zu halten. Die ist mir immer wichtig gewesen. Aber bei so vielen Mitarbeitern wird das immer schwieriger. Und deswegen habe ich einfach nach Wegen gesucht, wie wir voneinander wissen können. So. Und da gehören diese Waldgespräche dazu. Was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir als Geschäftsführung mit neuen Mitarbeitern, so wenn sie 2-3 Monate im Unternehmen sind und so ein bisschen reingeschnuppert haben, machen wir einen Kaffee trinken. Laden wir die ein, nehmen uns 3 Stunden Zeit und dann erzählt jeder in dieser Runde, wir machen das immer mit, wenn 4 zusammengekommen sind, 4 neue Mitarbeiter, und dann erzählt jeder in dieser Runde so ein bisschen aus seinem Leben. So. Und ich bin auch total offen. Also ich rede über meine Scheidung und meine Kinder und alles, was mich so ausmacht. Mhm. Und so, das ist, das gefällt wahrscheinlich auch nicht jedem, aber die Mitarbeiter sind sehr offen und auch sehr dankbar. Und es ist eine Gelegenheit, wo die Mitarbeiter eine Chance haben, mich ein bisschen kennenzulernen und zu sehen, wie tickt der eigentlich. Und ich erfahre auch was über die Mitarbeiter. Das ist so faszinierend, was die alle für Hobbys haben. Also wirklich, wir haben Spielmannszugführer, Imker, verrückte Geschichten, die du nie erfahren würdest. Und diese Waldspaziergänge sind was Ähnliches. Also sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, in den Wald zu gehen und einfach nur zu sagen, es gibt hier kein Ziel, es gibt keine Aufgaben, man muss sich auch nicht vorbereiten. Ich will einfach nur wissen, wie geht's dir? Manche erzählen auch sehr persönlich. Ich war neulich mit einer Kollegin im Wald, das war ein sehr berührendes Gespräch, die gerade in der Trennung steckt und so weiter. Und für sowas kann auch mal Platz sein, wenn Mitarbeiter das wollen. Aber vor allen Dingen kriege ich eben mal ein bisschen was mit, was ist im Unternehmen los und so. Und das sind, ich glaube, man braucht einfach Wege, um irgendwie sein Ohr auf der Schiene zu halten. So. Ja. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen begonnen, über das Why zu sprechen. Was ist denn das Why? Wie würdest du das in 2-3 Sätzen ausdrücken? Warum hast du begonnen, diesen Wandelprozess bei euch zu initiieren? Also ich würde mal sagen, dass wir im Grunde genommen in einem Wandelprozess sind seit dem ersten Tag, an dem ich da bin. Das ist auch nicht unanstrengend für die Mitarbeiter. Und haben wir damit begonnen, dass wir die Mitarbeiter gefragt haben, wie geht's euch? Wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht und die war echt schlimm. Es war schmerzhaft. Weil die Mitarbeiter haben das genutzt und wir haben sehr, sehr viel gelernt und haben dann daraus unsere Entscheidungen und Schritte abgeleitet und sind in diesen Wandel eingestiegen. Und in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, hat sich der massiv verstetigt. Und wir kommen jetzt immer mehr auf die Zielgerade, habe ich den Eindruck, weil ich spüre, so anstrengend das ist, dass immer mehr Mitarbeiter anders miteinander arbeiten und anders auch eine andere Haltung zu ihrer Arbeit entwickeln. So. Und es gibt Mitarbeiter, das gilt natürlich nicht für alle, das muss man auch respektieren, dass so die Verbindung zum Unternehmen unterschiedlich ist. Aber wir haben immer mehr Mitarbeiter, die irgendwie sowas wie beseelt sind. Und woran ich fest glaube, ist, dass wir besser sind. Und das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Ich will ein anderes Zusammenarbeiten der Mitarbeiter haben. Ich will diese Verantwortungsübernahme, ich will diese selbstorganisierten Teams. Ich schenke ihnen das Vertrauen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir dadurch besser werden. Und das tun wir auch an vielen Stellen. Und es kommen ganz verblüffende Dinge dabei raus, wenn man den Mitarbeitern das überlässt. So. Und da kommen eben auch Dinge raus, auf die wäre ich als Chef eben nicht gekommen. So. Erzähl mal. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ein ganz tolles Öko-Team. Das sind auch wieder Mitarbeiter, die freiwillig einfach zusammenkommen aus allen Unternehmensbereichen, weil sie sich mit ökologischen Themen beschäftigen wollen. Und die haben Budget und wir als Führungskräfte halten uns da ein Stück weit zurück. Und die kriegen dann immer verschiedene Aufgaben, stellen sich auch selber so. Das kann auch mal was ganz Kleines sein, wie kriegen wir unsere Küche hier plastikfrei oder so. Aber die haben zum Beispiel die Idee entwickelt, dass wir mal ausprobieren, wie wir ein Recyclinghaus bauen können. Und das haben wir jetzt gebaut.
Und wir haben unheimlich viel dabei gelernt. Es ist sehr, sehr komplex, ein Haus zu bauen, was weitgehend aus Recyclingmaterialien besteht. Und wir haben dann ein paar Mitarbeiter gehabt, die mit unglaublicher Leidenschaft dieses Haus errichtet haben und sich persönlich auch eingebracht haben an der Stelle und so. Und die Idee kommt von Mitarbeitern. So. Also meine Idee war das nicht. Und das sind so eins von vielen Beispielen. Das ist, also in unseren selbstorganisierten Teams teilen die Kollegen sich auf und übernehmen jeder Verantwortung für bestimmte Teilaspekte und die wird sehr intensiv gelebt. Wir haben jetzt viel über die Mitarbeitenden gesprochen, was in diesem Wandel ja auch wichtig ist. Wie gelingt es, dass die Führungskräfte das alles auch zulassen? Das, was ich ganz oft von Unternehmern höre, mit denen ich spreche, ist, dass sie sagen, also für uns als oberste Chefs ist natürlich leicht, das loszulassen und viele Mitarbeitenden freuen sich, dass sie mehr mitgestalten können und zugleich geschieht dann etwas, dass die Menschen im mittleren Management sich plötzlich die Frage stellen, wozu bin ich eigentlich noch da, also was ist noch eigentlich meine Rolle und was ich dann erlebe, ist ein ganz intensiver Prozess, dass diese Menschen plötzlich so ein bisschen ihre Schutzmauern fallen lassen, also manchmal hat man ja seine Sekretärin, sein Chefparkplatz, klar, ein paar andere Dinge und man traf die Entscheidungen und wenn manches von dem wegfällt, fragen sich natürlich einige, was bleibt dann noch? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Das ist schmerzhaft für viele, das ist echt schwer und das will auch nicht jeder und dann geht auch mal eine Führungskraft. Ja. Das ist so und das ist auch okay so, weil das Leben vielschichtig ist und unsere Branche sehr bunt. Und wenn man gerne so arbeiten will wie früher, dann respektiere ich das. Ja, dann muss man das woanders machen. Und die da bleiben, die entscheiden sich sehr bewusst genau dafür. Und wir gestalten es zusammen. Das muss man eben auch sagen. Mit solchen Instrumenten wie so einem Delegation-Poker wird ja gemeinsam auch drauf geguckt, welche Entscheidungen wer trifft. Und wir begleiten gerade auch die jüngeren Führungskräfte in ihrer Entwicklung mit Coaching und so weiter, sind nah dran, stimmen uns immer wieder ab, wir nehmen uns Zeit in diesem Führungskreis, um miteinander zu diskutieren und so weiter und versuchen das eben aufzunehmen. Und wir sind aber auch immer noch in der Findung. Ich würde nicht sagen, dass wir das schon abgeschlossen haben, diese Frage, was ist eigentlich als Führungskraft unsere Rolle in Zukunft? Aber ich habe ein Bild davon, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, das wird eben einfach so sein, dass wir natürlich gewisse Leitplanken brauchen. Wir müssen miteinander abstimmen, was haben wir für Gewinnziele und so weiter und so weiter. Also bestimmte Dinge sind dabei schon wichtig, aber wir kommen dahin, immer mehr an Mitarbeiter zu übertragen, wie werden diese Spielräume gefüllt und unsere Führungskräfte in Zukunft werden mehr Begleiter, Berater, Coach sein. Und viele von denen fühlen sich wohl. Also ich bin echt beeindruckt davon, wie auch Führungskräfte über 50 sich mit einer Leidenschaft in diese Veränderung stürzen, die ja auch persönlich anstrengend ist. Das ist toll, das machen die gut, weil die, glaube ich, einfach erkennen, dass dieser Weg was Gutes ist und zu was Gutem führt. Okay, und das, was du beschreibst, trifft mutmaßlich nicht auf alle Führungskräfte zu. Also, ja. Wie geht ihr mit den Führungskräften um, denen das schwerfällt? Was für eine Art von Unterstützung bekommen die, um ihre neue Rolle gut zu finden? Wir unterschiedlich. Wir begleiten das erstmal sozusagen. Wir als Geschäftsführung sind ja Führungskraft der Führungskräfte. Das heißt, wir haben da auch eine Verantwortung, das zu begleiten. Das tun wir auch im Gespräch und so weiter. Und die kriegen einen Coach an die Seite gestellt, der sie dann unterstützt in der Reflexion und so weiter. Es braucht aber am Ende den Veränderungswillen. Und das hatten wir auch, dass Führungskräfte den nicht hatten und eben eigentlich anders arbeiten wollen, einen anderen Weg. Und da probieren wir versuchen da zueinander zu kommen. Das sind ja oft dann auch sehr versierte Fachleute. Und da, wo es aber am Ende dann nicht klappt, dann trennt man sich eben auch. Und dann sind die weg und machen woanders was anderes. Und meistens geht es ihnen dabei auch gut. Wie viel habt ihr verloren von den Führungskräften? Wie viel haben wir verloren? Mir fallen jetzt gerade so, das kommt darauf an, über welchen Zeitraum wir sprechen, aber wir haben ein Viertel ungefähr in den letzten Jahren. Die gegangen sind, weil sie sowieso teilweise gegangen wären? Ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja.
Es gibt auch mal dann zum Beispiel einfach eine Karrierechance außerhalb, Geschäftsführer von irgendwas zu werden oder so, die sich bei uns hier nicht so sehen. Ne? Sowas kommt auch vor. Aber es gab auch schon so Fälle, dass einfach unser Weg nicht der, dass man da nicht in Deckung ist mit dem Weg, den man geht. Es gibt ja die Tendenz, wenn man etwas Neues macht, dass sich das Chefs gerne auf die fokussieren, die bei dem Neuen richtig gut mitziehen. Und das Risiko ist, dass die anderen Mitarbeitenden, die so ein bisschen länger brauchen, ja, dass die dann so das Gefühl haben, okay, das, was wir machen, ist nicht in Ordnung oder wir sind nicht mehr gut genug oder wir gehören zum alten Eisen. Aha. Und ein Aspekt, den ich als ganz wichtig erlebe, ist dieser Aspekt der Würdigung für das bisher Erreichte. Wie bewusst geht ihr damit um, dass ihr jetzt nicht alles über den Haufen werft? Ja, das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, auch Erfolge zu feiern. Und der Aspekt, den du da ansprichst, das ist ein ganz wichtiger. Habe ich gerade zwei ganz neue Beispiele, ganz aktuelle, aus meinen Waldspaziergängen. Also ich hatte einen Waldspaziergang und ein Feedbackgespräch mit zwei Mitarbeiterinnen, die schon ein bisschen länger dabei sind und das so begleiten und die durchaus auch sehr positiv zugewandt sind diesen Veränderungen. Spannend war aber, dass sie beide gesagt haben, dass es für sie oft nicht einfach war. Und die eine Kollegin, die auch schon sehr lange bei uns ist, sagte mir dann auch nochmal ganz offen, wie schwer es ihr allein gefallen ist, dass wir das Siezen abgeschafft haben. Was für mich irgendwie was ganz Faszinierendes war, ich bin einfach anders gepolt. So, ich duze immer und ganz schnell. Aber man muss auch sozusagen auch respektieren, dass es Menschen gibt, denen das ein bisschen schwerfällt. Aber wenn diese Mitarbeiterin dann im nächsten Satz sagt, und ich bin so froh, dass ihr das gemacht habt, weil es alles verändert hat. Also wenn du mich fragen würdest, was war ein wichtiger Markpunkt in unserer Veränderung, würde ich sagen, dass das Duzen ist, es klingt wirklich profan, aber war ein ganz großer Meilenstein, weil es das Miteinander sofort radikal verändert hat. Es muss authentisch sein, aber wenn es authentisch ist, dann verändert es das Zusammenarbeiten radikal. Und die andere Kollegin, die hat mir ein Feedback gegeben und da war ich sehr dankbar für, weil die auch sehr ehrlich war. Die hat zu mir auf den Weg mitgegeben. Ich habe gefragt, was gibst du mir mit, auch nicht. Ich habe gesagt, mehr locken, weniger zerren. Und sie meinte genau dieses Thema, das richtige Maß für Basta zu finden und so. So, weil sie auch sagte, sie ist auch so eine, die manchmal ein bisschen braucht, so, um Dinge gut zu finden. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass sie diese Frühschichtveranstaltung am Anfang total blöd gefunden hat. Und jetzt aber ganz toll findet und einfach ihre Zeit gebraucht hat. Und insofern ja, muss man einen Weg finden, wie man mehr lockt, als zu zerren oder zu schubsen manchmal. Kannst du dir das Detaillierte gegeben, wie viel lockst du und wie viel zerrst du im Moment und wie viel müsste sich das verändern? Ja, sie hatte dieses Beispiel und das war ihr Rat an mich, darauf zu gucken, wie viel man zerrt, wie viel man vorgibt. Und das berührt genau dieses Thema, wie ist unsere Rolle und an welchen Stellen gibt es Zwang und an welchen Stellen nicht. Und das ist auch schwierig, weil wir müssen manchmal auch zwingen. So, also wir haben ja unser Bürohaus umgebaut. Wir machen das im laufenden Betrieb, immer einen Abschnitt. Das ist schon auch anstrengend für die Kollegen. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wir besser arbeiten, wenn wir in Atmosphären arbeiten, wo auch Mitarbeiter sich die Räume suchen können, die sich gut für sie anfühlen. So. Und das ist teilweise auch ein bisschen spektakulärer. Wir haben so Filmwelten zum Beispiel, sind nicht jedermanns Sache. Manchen sind die zu bunt und so. Oder wir haben Klimazonen zum Beispiel als Gestaltung und so. Wir haben ganz neue Arbeitsplätze und diese Arbeitsplätze sind ergonomisch optimiert, man kann sich da schnell einloggen und so weiter und dann arbeiten, aber sie sind flexibel. Das heißt, abends gibt es einen Clean Desk und der Mitarbeiter hat ein Schließfach, einen Locker, wo er seine persönlichen Sachen dann reinpackt, seinen Laptop oder was auch immer. Und das ist für manche Mitarbeiter echt schwer, sich in dieses neue Arbeiten reinzufinden. Und das erzwingen wir dann aber auch. So, und ich glaube, an manchen Stellen ist es dann auch wichtig. Ich hatte tatsächlich noch ein anderes schönes Beispiel, auch aus dem Bürohausumbau. Als wir jetzt die erste Etage gemacht haben und das alles ausprobieren wollten, gab es noch sehr, sehr viel Skepsis. War es so, dass wir von klugen Beratern gelernt haben, dass es sinnvoll ist,
wandorientiert zu arbeiten. Also nicht immer die Tische in die Mitte zu stellen eines Raumes und sich dann über den Tisch herüber anzuschreien beim Telefonieren, sondern die Tische zur Wand zu drehen und dann mit Schallschutz zu arbeiten. Und man hat einfach mehr Ruhe, sowohl visuell, weil man nicht ständig so was hat, was vor einem passiert, als auch akustisch und so. Und da unsere Mitarbeiter waren so skeptisch mit diesem wandorientierten Arbeiten und so. Und wir haben dann gesagt, wir haben darüber lange diskutiert und wir haben dann gesagt, so, wir machen das jetzt und haben alle Mitarbeiter gezwungen, für eine Woche in den ersten Büros zu arbeiten. Das war eine Basta-Entscheidung, genau. Und wir haben gesagt, wir verlangen, dass jeder da arbeitet und danach diskutieren wir nochmal. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und es ist auch heute noch so, dass es Leute gibt, denen das nicht so liegt, die das gerne anders hätten. Und es gibt aber auch ganz viele, die sich daran gewöhnt haben und die es sogar gut finden. So. Und ich glaube, sozusagen da immer das richtige Maß zu finden zwischen Basta und Entscheidung und Spielraum, ist nicht immer ganz einfach. So. Wir haben zum Beispiel ein selbstorganisiertes Team, das hat ein Teambüro. Da teilen sich 7 Mitarbeiter 4 Arbeitsplätze. Und es ist ein sehr buntes Team. Und in diesem Team gibt es Mitarbeiter, die große Schwierigkeiten haben, keinen eigenen Arbeitsplatz zu haben. So, und es gibt junge Kollegen, denen ist das total egal. Und wir haben dann zum Beispiel auch in diesem Team den Freiraum gelassen, wie sie mit diesen Arbeitsplätzen umgehen. Und die haben für sich die Lösung gefunden, dass es da 1-2 Mitarbeiter gibt, bei denen sie respektieren, dass die am liebsten an einem bestimmten Platz sitzen. Und das haben wir in dem Fall an der Stelle zugelassen, weil sie das für sich so gelöst haben. So. Und an anderer Stelle tun wir es aber auch nicht und treffen Entscheidungen und machen Vorgaben. Eigentlich ist man immer auf der Suche nach dem richtigen Weg. Und das ist nicht immer ganz einfach. Du hast ja schon gerade so begonnen, über diesen Aspekt der Räumlichkeiten zu sprechen. Und ihr nun als Bauunternehmen, das ist natürlich naheliegend, dass ihr euch auch mit Räumen auseinandersetzt. Und in diesem ganzen Kontext von New Work wird ja auch gerne über Räume gesprochen. Was habt ihr denn im Kontext von Räumen noch? Also wir sitzen zum Beispiel jetzt gerade in der Küche. Also hinter dir sieht man diese wunderbare Küche, die ihr vor ein paar Wochen gerade fertiggestellt habt. Erzähl mal ein bisschen was zu der Küche. Warum habt ihr dieses Ding hier hingebaut? Und was habt ihr noch im Kontext von Räumlichkeiten gemacht? Ich glaube, dass das Schöne als Unternehmer ist, dass man seine Träume verwirklichen kann. Und das habe ich hier schon immer gemacht. So einer der ersten Träume, die ich für Mitarbeiter verwirklicht habe, ist eine Kita unten einzubauen. Wir haben eine Betriebskita. Und das ist für viele Mitarbeitenden absolut großartig, um ihre Pläne von Arbeiten und Familie unter einen Hut zu bringen, ihre Kinder in die Kita zu bringen. Und diese Küche hier gehört auch zu einem von diesen Träumen. Ich habe das so, meine Freundin arbeitet in einer kleinen Werbeagentur und ich fand das immer toll. Die haben mittags immer, die kochen zusammen, es ist halt ein kleines Unternehmen. Und kochen zusammen und essen zusammen und haben dadurch eine ganz schöne Kultur, das Miteinander. Und da habe ich viel drüber nachgedacht und habe dann diese Idee entwickelt, dass ich gerne so eine Küche haben möchte als Begegnungsraum, die so richtig toll ist, wo man wirklich ernsthaft kochen kann. Weil viele unserer Mitarbeiter haben schon immer sich ihre Stullen mitgebracht, essen im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal ganz bewusst, weil ich es einfach nicht für gut halte, nebenbei am Arbeitsplatz ihre Stulle und so. Und ich glaube, Pause ist wichtig. Und ich glaube, dass ganz viel Kreativität da entsteht, wo man sich zufällig begegnet. Und deswegen haben wir im Bürohaus überall diese Begegnungsorte eingerichtet. Und die Küche ist so jetzt so ziemlich unser wichtigster geworden. Wir haben draußen eine Dachterrasse, wo man dann auch grillen können wird. Wir haben so eine Art Kaffeebar. Und wir haben eben diese Küche, wo man wirklich richtig gut kochen kann. Und ich sage mal ganz ehrlich, mir geht das Herz auf, wenn ich hier reinkomme und ich sehe dann, dass eine Gruppe von 3, 4, 5 Mitarbeitern gemeinsam kocht. So, die treffen sich dann, die stimmen sich ab, was wollen wir kochen. Ich habe das neulich zum Spaß auch mal gemacht, habe mal ausgeschrieben, wer will mit mir kochen und habe gesagt, ich koche hier vegetarische Spaghetti Carbonara, wer macht mit und so. Und dann haben wir mir ein paar Leute angeschrieben und haben gesagt, oh, da habe ich Bock drauf und so. Und dann habe ich mit ein paar Kollegen hier Essen gekocht, dauert 20 Minuten, 15 Minuten, man isst eine halbe Stunde, man ist sehr effektiv, auch durch mit der Mittagspause, aber man hat eben plötzlich hier einen Raum, wo man zusammen mit Kollegen isst und sich unterhält und so weiter, mit denen man sonst vielleicht nicht zusammenkommen würde. Und das ist dem Unternehmen auch sehr dienlich. Also es ist so eine Mischung aus, das hat was mit Wohlfühlen zu tun, so, wo wir viel auch investieren. Das ist, geben wir schon sehr viel Geld aus, weil es mir sehr wichtig ist, das zu tun, hier tolle Räumlichkeiten zu schaffen, aber es ist auch ein deutlicher Nutzen. So, die Mitarbeiter sind sehr viel zufriedener. Also wenn ich
Man kann das zum Beispiel auf Kununu ganz gut sehen. Ich freue mich, dass viele Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wo wir stehen, ich glaube, wir haben jetzt 75 Bewertungen oder so, dass viele Mitarbeiter diesen Schritt gehen und auf Kununu eine Bewertung hinterlassen. Und auch bei Great Place to Work, wo wir anonym befragen, kriegen wir solche Feedbacks und so. Und unsere Zufriedenheit ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Der Regelfall, wie wir an neue Mitarbeiter kommen, ist Empfehlung von Mitarbeitern. So rückblickend über die letzten Jahre, Lorenz, wenn du nochmal von vorne beginnen würdest, welche Dinge würdest du anders machen? Also ein paar Dinge habe ich gelernt in dieser Zeit. Das eine ist, der Schlüssel ist Kommunikation. Das haben wir, und das habe ich nicht immer gut gemacht, zu erklären, was man macht und warum man es macht. So. Das ist für die Nachvollziehbarkeit und für das sich dem Anschließen, aber was enorm Wichtiges. Und manchmal haben wir einfach gemacht und zu wenig erklärt, warum. Und dann erzeugt man Reaktanz. Also das Why, worüber wir vorhin besprochen haben. Zum Beispiel, genau. Würdest du mehr auf Why achten? Ja, genau. Da würde ich, glaube ich, in Zukunft sehr darauf achten, zu erklären, mich besser zu erklären, warum machen wir das? Warum arbeiten wir flexibel? Warum haben wir solche Arbeitsplätze? Warum treffen wir welche Entscheidungen, wie und so weiter? Und ich glaube, manchmal wäre es leichter gewesen, weniger zaghaft zu sein, also beherzt. Ich glaube, es ist relativ normal und nachvollziehbar in so einem Prozess, wo es eben keine Blaupause für gibt, wo sich die Dinge entwickeln, Dinge auszuprobieren und unsicher zu sein und so weiter. Und ich glaube, manchmal wäre es hilfreich gewesen, schneller zu Entscheidungen zu kommen und so, das gibt es schon auch, dass Mitarbeiter manchmal dann ein bisschen angestrengt davon sind. Abschließende Frage, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden, was würdest du mir in einem Jahr gerne erzählen wollen, was sich bis dahin verändert hat? Also in einem Jahr werde ich dir die fertigen Büroräume zeigen, wenn wirklich alles fertig ist. In einem Jahr würde ich gerne darüber sprechen, das noch rückblickender zu bewerten. Was hat sich bewährt, was hat gut funktioniert, was vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass wir in unserem Change-Prozess noch mal einen ganzen Schritt weiter sind. Ich würde wetten, ich habe dann auch 5 neue Themen, die ich jetzt noch gar nicht auf der Agenda habe, die dann schon wieder anstehen, weil Wandel niemals aufhört, ehrlicherweise. Also manchmal gibt es so einen Spruch von Mitarbeitern, den ich sehr gut nachfühlen kann, der aber leider nicht funktioniert, dass Mitarbeiter sagen, darf ich bitte einfach mal wieder mein Kerngeschäft machen? Wo wir dann immer versuchen zu erklären, ja, du sollst immer dein Kerngeschäft machen, aber stell dich darauf ein, dass Veränderung ein Teil deines Kerngeschäfts ist und dass du immer einen bestimmten Raum deiner Zeit dem einräumen musst, dass wir Dinge verändern, dass wir Dinge entwickeln, dass wir Prozesse hinterfragen und so. Und nur das Bauen, nur das Vermieten und so, das war vielleicht früher mal so, aber das wird nie wieder so sein. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und da bin ich gespannt, wie wir da in einem Jahr unterwegs sein werden. Und was das so an, also dass wir Führungskräfte mal wählen würden, zum Beispiel hätte ich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, mir im Traum nicht ausdenken können. War auch nicht meine Idee, finde ich total geil. War nicht meine Idee, haben die sich ausgedacht. Klasse. Da wird noch viel kommen, glaube ich. Danke für die Zeit und für das Gespräch, Lorenz. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.